Ja, im Rettungsdienst gibt es leider Gottes auch Einsätze, die man auch nicht vergessen wird, obwohl man sie am liebsten vergessen würde. So geschehen an einer Ostseerettungswache, auf der ich eine ganze Zeit lang eingesetzt gewesen bin, als ich meine Frau damals kennengelernt habe vor vielen Jahren. Da bin ich nämlich zu ihr an die Ostsee gezogen und habe dort auch prompt auf einer Rettungswache eine Beschäftigung gefunden. Auf jeden Fall sitzen wir auf der Wache, es war Sommer und im Sommer war komischerweise immer weniger los wie im Winter dort, ne? Obwohl man ja denkt, mehr Touristen und so weiter. Nee, nee, also im Winter war da mehr, ne? Eher so die internistischen Sachen und so weiter. Auf jeden Fall wurden wir dann da im Sommer zum Strand gerufen. Strandabschnitt 5a, das weiß ich noch. Auf jeden Fall sind wir hingerufen worden, da hieß das denn Personen im Wasser. Und alles mit raus, ne? Also der Rettungshubschrauber von dem Ort, der weiter weg war, der ist auch mit rausgeflogen aus Rostock. Und auf jeden Fall sind wir am Strand angekommen. Und was hat sich jetzt da abgespielt? Ja, es ist leider etwas tragisch gewesen. Und zwar ist eine junge Familie dort am Strand gewesen, Touristen. So, Mutti hat auf dem Badehandtuch gelegen am Strand. Und Fadi ist losgegangen und wollte Eis kaufen. So, und der fünfjährige Bengel, der Butschi, ist in Richtung Ostsee gelaufen, also ins Wasser, weil er baden wollte. Und die Mutti ist zwischenzeitlich auf diesem Badehandtuch eingeschlafen in der Sonne. Fadi war nicht da. Ja, und es hat nicht lange gedauert, da ist dann dieser kleine fünfjährige Butschi leblos angespült worden. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben, ich weiß nicht, wie lange wir da reanimiert haben, mitten in der prallen Sonne. Und mussten diese Reanimation leider Gottes erfolglos abbrechen, weil der Junge einfach nicht mehr zu retten gewesen ist. Also, liebe Eltern, wenn ihr das jetzt hier seht, wenn ihr mit euren Kindern irgendwo baden geht, bitte, bitte passt auf die auf. Ihr müsst immer ein Auge und ein Ohr offen haben. Lasst euch nicht ablenken, schlaft da nicht ein. Ja, ich weiß, das ist immer leichter gesagt als getan, aber versucht ein bisschen auf eure Kinder zu achten. Das gilt natürlich nicht nur für irgendwelche öffentlichen Gewässer wie jetzt zum Beispiel die Ostsee, sondern auch für Seen und selbst in Pfützen sind schon Kinder ertrunken. Bitte passt auf eure Butschis auf, damit es denen nicht genauso ergeht wie diesem armen Jungen.